Ja, ich will. Dieses Versprechen gilt auch in Zukunft für die heiratenden Paare. Die Hochzeitsmesse Wir heiraten fand am Wochenende zum 9. Mal auf der Messe Stuttgart statt. Für viele Verliebte ist diese Messe ein wichtiger Bestandteil in ihrer Hochzeitsplanung. Denn die Messe hielt jede Menge Inspiration bereit. Für die Auswahl der Hochzeitskleider standen viele regionale Geschäfte mit ihren Ständen bereit und präsentierten die neuesten Trends für das Kleid, das man nur einmal trägt. Weiß ist mittlerweile wieder im Kommen und die Herren tragen das schlichte Schwarz. Wer die neueste Mode lieber in Bewegung sehen wollte, konnte sich die schönsten Brautkleider an der Modenschau ansehen. Aus verschiedenen bekannten Läden für Hochzeitskleider gab es die schönsten Stickereien, Schleier und Schleppen auf der Bühne zu sehen. Selbst die amtierende Miss Germany präsentierte ihr Lieblingsbrautkleid auf dem rosa Teppich. Doch nicht nur Kleider machen Leute, sondern auch der Brautschmuck und die Trauringe. Juweliere aus nah und fern präsentierten die schönsten Ringe aus Silber und Gold. Die vielseitige Auswahl gefiel den Messebesuchern. Wer sich für die Herstellung von Silberringen interessierte, konnte einen Silberschmied über die Schulter schauen. Die Auswahl der passenden Blumen für die Braut und die Dekoration gehören ebenso zur Hochzeitsvorbereitung wie die Musik an der Hochzeitsfeier. Hier präsentierten sich mehrere Bands und sorgten mit ihren Auftritten für romantische und verliebte Stimmung auf der Hochzeitsmesse. Das Publikum war begeistert und sang mit. Genauso begeistert von der Hochzeitsmesse war die amtierende Miss Germany. Sie war auf Einladung eines regionalen Hochzeitskleidergeschäftes auf der Messe und präsentierte die schönste Brautmode. Sie verriet uns ihre Liebe zu Hochzeitskleidern. Zur schönsten Frau Deutschlands gehören auch schöne Autos. Wer statt der Limousine lieber gleich mit dem Schulbus zur Feier fahren will, hatte Gelegenheit, den Partybus zu besichtigen. Wie Melina Moser, Projektassistentin der Messen Trau dich und wir heiraten, mitteilte, war auch die 9. Ausgabe der Hochzeitsmesse trotz des schönen Herbstwetters an beiden Tagen sehr gut besucht.